Dankeschön. Danke. Optimale Vorbereitung und der Job ist Ihnen so gut wie sicher. So lauten die Tipps, die Ihnen das Vorstellungsgespräch erleichtern sollen. Gleich ist es soweit und Sie wollen Ihr Bestes geben. Ganz klar, denn es handelt sich um Ihren Traumjob. Sie sind also frisch geduscht, ein Hauch von Eau de Toilette umhüllt Sie. Aber so sehr Sie auch in den Wald hineinduften, es duftet nicht immer genauso heraus. Bleib ganz ruhig sitzen und schlaf. Wenn ich dich gleich wecke, dann wirst du dich in einem Büro befinden. Ich werde der Chef in diesem Büro sein und du hast dich auf eine Annonce beworben und willst dich vorstellen für einen neuen Job als Sekretärin. Es ist ein absoluter Traumjob. Du wirst diesen Job unbedingt haben. Du hast von deiner Vorgängerin gehört, da ist fast gar nichts zu tun, aber da wird wahnsinnig gut bezahlt. Du wirst diesen Job auf jeden Fall haben. Aber etwas Unangenehmes wird passieren. Immer wenn ich nämlich mit meiner Hand auf den Tisch klopfe bei unserem Gespräch, dann wirst du einen fürchterlich strengen Geruch von mir zu dir spüren. Du wirst einen Geruch in die Nase bekommen, dass du es kaum aushältst, auf deinem Stuhl zu sitzen. Und von Mal zu Mal, wenn ich mit meiner Hand auf den Tisch klopfe, wird dieser Gestank immer stärker. Noch niemals in deinem Leben hast du einen Menschen gegenüber gesessen, der so einen strengen Geruch verbreitet. Aber es ist dein Traumjob. Du willst ihn unbedingt haben und du wirst immer schön höflich dabei bleiben. Aufwachen! Hallo, guten Tag. Guten Tag. Sie sind hier wegen unserer Anzeige? Ja. Ja? Mein Name ist Wenke Böhme und ich habe das gelesen in der Zeitung. Nehmen Sie ruhig Platz, bitte. Ich wollte jetzt gar ein Gespräch mit ihm führen, also wollte halt... Und Sie sind sicher, dass Sie die entsprechenden Voraussetzungen für diesen Job haben? Ja, eigentlich schon. Ja? Ich kann Steno, ich kann... Sie können Steno? Das gefällt mir, das ist gut. Das konnte Ihre Vorgängerin nicht. Ja. Ja, was können Sie noch außer Steno? Steno, Schreibmaschine schreiben und ja, schnell bin ich auch. Schnell? Ja. Sie können auch ganz schnell Kaffee kochen? Ja. Und das schmeckt auch? Ja. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch, alles Ihnen okay. Gut, ja. Sie können auch mit dem Computer umgehen. Ich habe nämlich hier so ein blödes Ding stehen. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus. Da kennen Sie sich mit aus? Sie können sich mit Computern... Ja. Das haut mich wirklich... Also, der Job... Also, Sie haben große Chancen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie wissen, was wir bezahlen? Nein. Das wissen Sie nicht. Wir zahlen 7.500 Mark. Das wäre angebracht? Ja, sehr gut. Ja, da wären Sie voll mit zufrieden? Ja. Ja? Also, ich sehe wirklich, Sie sind tatsächlich die heißeste Kandidatin. Sieh, ich muss mal ganz schnell, ich komme gleich wieder, sofort. Ich muss mal Nase pudern oder ich muss mal... Nein, meine Kinder schreien. Nein, also, Ja, und als ich in dem Büro saß, war der Job eigentlich ziemlich wichtig für mich und ich wollte auch höflich bleiben, aber teilweise, ich habe nur gedacht, raus, ich muss aus diesem Büro raus, weil es hat fürchterlich gestunken.